voller Traum, ja, das ist wirklich voller Traum. Frauen sind kreativ, Frauen haben Ideen, ja. Das ist nicht, ihr müsst euch nicht wundern, dass die ganzen Pot- und Crackheads hier da draußen rumlaufen, dass das alles Männer sind, müsst ihr euch gar nicht wundern, ja. Frauen, die kommen zu einem an und die sagen, ich habe jetzt neulich über dieses Stück gelesen, ich habe von diesem Stück gelesen, es ist ein ganz tolles Stück, wollen wir uns das an, also, es sind die Vagina-Monologen, wollen wir uns die Vagina-Monologen angucken? Und ich dachte, ja, ja, das ist genau mein Stück, ja. Ich dachte, das ist das Stück. Hallo, ich bin Sharon Stone, ich bin Carmen. Ja, ich dachte, das ist das Stück. Wie irritiert, müsst ihr euch vorstellen, war ich, als ich feststellen musste, dass es eine wütende Vagina war. Eine Vagina mit einer Agenda. Das ist richtig. Eine Agenda. Dankeschön, Dankeschön. Schön zu sehen, dass ich aus dieser Distanz einen Orgasmus geben kann. Ich werde nicht zu nah vorkommen, ich will nicht, dass der Kopf explodiert. Gut. Aber es ist ein tolles Stück, schaut euch dieses Stück an, es ist wirklich sehr schön, das müsst ihr euch angucken, die Vagina-Monologe ist ein sehr gedankenanregendes Stück. Bei den einen, die einen, bei den anderen andere Gedanken. Gut. Hier ist ein Gedanke, den es angeregt hat, warum will niemand die Penis-Monologe sehen? Warum schaut niemand die Penis-Monologe an? Ja, natürlich, Sie haben recht, niemand will eine Show sehen, die 5 Minuten dauert und wo man eine Stunde auf die Zugabe warten muss. Sind Sie jetzt glücklich? Sind Sie jetzt glücklich? Ja, ein kleiner erniedrigender Witz über Penisse und die Frauen im Raum sind oben auf. Schön. Ganz toll. Nein, aber welche Probleme hat denn der Penis? Ja, den ganzen Tag schwingt er nur um vor sich hin und hat gar keine Sorgen. Ja, welche? Natürlich kann er keine Monologe haben wie die Vagina. Natürlich nicht. Welche gesellschaftlichen Problemlagen könnte der Penis an das Licht der Öffentlichkeit bringen? Ja? Welche könnten das sein? Ja? Hier ist eins. Beschneidung. Stiller Killer der Vorhaut. Jahr für Jahr werden Tausende und Abertausende von kleinen Babys festgeschnallt und die Hälfte ihres besten Stückes wird verstümmelt. Ja? Und passiert irgendwas? Gibt es irgendwo Sammelaktionen von Aktionen Mensch? Gibt es Sammelaktionen von Krombacher Saufen für Vorhäute? Wo ist die? Wo ist die? Ja, sag ich euch, wo ist die da? Und deswegen ist der Penis so ein Unruhestifter, wenn er erwachsen ist. Denn er wurde missbraucht als Kind. Ja? Seht ihr euch an, dieses kleine süße Cocktailwürstchen. Ja, noch kein böser Gedanke, noch nicht. Und dann wird er nicht gemacht. Und die Hälfte deines Gesichts im Back! Er ist nun weggeschlossen in einem tiefen, dunklen, feuchten Platz. Er ist nun der Penis der Oper. Nun warte ich hier in diesem tiefen, dunklen Platz. Und ich warte auf meine Rache. Ich werde mich an ihn retten. Im Bordell! Und da ist es, wo der Penis seine Rache holt. Natürlich Frauen fragen immer, warum macht ihr das? Warum gehen Männer los? Natürlich, mit dem Gehirn kann man das nicht erklären. Mit dem Gehirn ist das klar, das ist Quatsch. Es hat keinen Sinn, dass du hier bist. Das ist Quatsch. Du hast kein Geld, du kannst es dir nicht leisten, du musst übermüdet sein, du kannst es nicht leisten, hier zu sein. Aber für den Penis ist das Bordell die höchste Form der Kunst. Frauen, du kannst es nicht leisten, nicht hier zu sein. Frauen, wie sie an Stangen hoch und runter gleiten, das ist fantastisch. Eine solche Entertainment-Show habe ich seit Jahren nicht gesehen. Die Musik ist so laut, man kann die Frauen gar nicht verstehen. Diese Leute haben an alles gedacht. Und für Männer, das muss man an der Stelle auch sagen, ist das Bordell ein emotional erfüllender Platz. Ja. Denn die Frauen interessieren sich nicht davon, wie war dein Tag, wo gehst du hin, wo kommst du her, wohin führt die Beziehung. Nein, sie wollen all das, was jeder emotionale Holzklotz und jeder Versager hat. Einen Euro. Wenn es so einfach das Leben sein könnte, wenn man mit so einer Gürteltasche voller magischer Euro im Haus rumlaufen könnte und jetzt vielleicht überhaupt das bisschen hier, zack, nimm den Euro. Und das ist halt ein weiteres Problem. Ich meine, mittlerweile ist es soweit, und es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber die Feminisierung der Gesellschaft, die hat mittlerweile dazu geführt, dass unsere öffentlich anerkannten Werte die sogenannten typischen weiblichen Werte sind. Ja? Sensibilität und Höflichkeit ist wichtiger als Wahrheit. Ja? Kinder sind wichtiger als Menschen. Sicherheit ist wichtiger als Spaß. Und ja, Kinder, natürlich, es wird immer gesagt, die Kinder, unser wichtigster Rohstoff, ja? Unsere Zukunft, ja, das ist die Kinder, unser wichtigster. Was ist mit Erwachsenen? Was ist mit richtigen Menschen? Ihr wisst schon, die Veteranen der Kindheit, jene, die es halt rausgeschafft haben, ohne von den Erwachsenen der Partners belästigt zu werden. Ja, was ist mit denen? Ja? Und natürlich,
er sagt, ja, diese Standardsetzung und natürlich Frauen regieren, wenn Frauen die Welt regieren würden, gäbe es keine Kriege mehr. Ah. Wundert mich, dass die Frauen jetzt nicht mitmachen. Frauen sind klüger als Männer. Schwester. Und natürlich klatschen wir alle mit, natürlich nicken wir, dann ist es viel einfacher zu nicken und zuzustimmen, als auf der Couch zu schlafen. Ja? Das ist natürlich, machen wir das mit. Und letztens wurde Folgendes an der Talkshow gesagt. Natürlich hat es eine Frau gesagt, natürlich haben alle geklatscht und so tun, als würden sie dem zustimmen. Sie sagte, ein Paar müsste seine gemeinsamen Fantasien erforschen. Gott, es tut mir leid. Wirklich, es tut mir leid, Männer, euch das sagen zu müssen, aber so etwas wie gemeinsame Fantasie gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Es gibt keine Fantasie, in der ein junger, hübscher Prinz auf einem Schimmel angetrabt kommt, absteigt, sie in die Arme nimmt, ihn tief in die Augen guckt und dann seine unsterbliche Liebe für sie verkündet und dann auf ihrem Gesicht abspritzt. Eine solche Fantasie gibt es nicht. Das wäre eine gemeinsame Fantasie für alle. Ja? Und ich höre zum Beispiel auch ständig, verheiratete Männer leben länger. Ja, und eine Hauskatze auch. Es ist ein Wollknäuel mit einem gebrochenen Ego, welches einer Welt endloser Freudlosigkeit entgegensieht. Aber ja, technisch betrachtet lebt die Hauskatze länger.